So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Diesmal haben wir jetzt endlich alle Viren hochgeladen, um Damien zu stoppen. Nun müssen wir die Verfolger, die da unten sind. Ah nein, die sind gar nicht unten, die sind da oben, die Wichser. So. Hände schön nach oben, Wichser! Was? Zählt es auch, wenn ich alle gerade töte? Wahrscheinlich nicht, weil unendlich immer wieder kommen. So. Was, hier sind noch viele Boxes hier oben. Oh Mann, das sind viel zu viele. Ich töte hier gerade viel zu viele Cops. What? So. Kamera. Hallo Cops. Da unten sitzt eine. Oh Mann. Ich will nicht so viele Polizisten umbringen. Das ist einfach nicht gut für mein Karma. So. Ach, jetzt muss ich dann wegkommen irgendwie. Irgendwie muss ich hier wegkommen. Wo ist? So. Ja, der hat Probleme, wenn ich mit dem Pferd bin. Sie hauen ab. Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Alter. Jetzt schnapp ich mehr. Wow. Sag mal, hab ich jetzt ein Auto geklaut mit platten Reifen oder was? Alter, hier ist einfach keine. Ich brauche eine Brücke oder so, irgendwas. Irgendwas Großes. Um die Jungs abzuhängen. Da vorne ist eine Brücke. Da vorne ist eine Brücke. Aus dem Weg! Aus dem Weg, Leute! Ah, scheiße. Ja, Leute, da ist eine Brücke, aber die ist über mir. So. Alter. Warum ist da eigentlich schon wieder so ein beschissener Helikopter? Jetzt kommt er über die Brücke. Ob ich will wenigstens noch über die Brücke kommen. Oh, verdammte Kacke. Eine kleine Straße. Alter, die Brücke ist ja immer noch über mir. Aber wie hoch ist denn bitte die Brücke? An alle. Dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Ah, das ist eine Brücke, aber die kann ich nicht hochziehen. Nein! So, das war's. Ah, schon bin ich tot, ne? So schnell kann's gehen. Das war keine Glanzleistung, Daniel. Das war keine Glanzleistung. Aber ich meine, andererseits, guck dir mal an, wie viel das sind. Wie soll man die alle abhängen? Das geht doch gar nicht. Die nerven einfach nur. Alle Einheiten, halt die Fresse. Ach so! Klasse! Fuck, ein Treffer! Fuck, ein Treffer! Ah! Ah, das wird jetzt eine witzige Sache. So! Gemacht, ich muss nur schnell den Helikopter ausschalten. Alter.
Oh mein Gott, wo kommen jetzt schon wieder die ganzen Cops her? Zu viele sind zu viele. Es waren einfach zu viele. Von allen Richtungen. Keine Ahnung, wo die auf einmal wieder hergekommen sind. Das kann einfach nicht wahr sein. Da muss ich mir was anderes überlegen. Wenn ich wieder an derselben Stelle komme, hole ich mir aber ein schnelleres Auto. Und guck dann, dass ich dann vielleicht irgendwie mit dem Auto entkommen kann, aber... Auto gegen Helikopter ist halt immer so... eine Sache, ne? Steig schon aus. Ich brauch keinen Song, so. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Halt jetzt mal ohne Witze. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Halten Sie sofort an, halt doch einfach mal die Backen! Das ist richtig cool. Der Typ schießt mir auf den Kofferraum und der Motor fängt an zu brennen. Wie geht denn das? Helikopter, du nervst mich mal schon wieder, du Ehre. Kleiner Schluri, du. Schon wieder zu viel Polizisten. Das war schon wieder. Klasse. Sag mal, wie soll man den ohne Chemcoms oder irgendwas entkommen? Dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit eigentlich. Gibt es nur eine Möglichkeit, die ich probieren müsste. Ich weiß halt nicht, wie lang das anhält. Blackout. Ein Hochleistungswagen hat die Versorgung bereits aufgenommen. Vor einen 30 Helm hier, wir drehen uns, sehen uns nochmal um. Ach, ich bin geil. Ich muss nur noch entkommen. Das wär's. Ein Blackout hätte ich danach sogar noch. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Erledigt. Deine Viren sind drin. Tja. Okay, da geht's los. Du ich musst zurück zum Schwachpunkt, so. Wo wir begonnen haben. Okay. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Das direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht ausrichten. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Okay, wohin? Da hinten hin. Alles klar. Zack, zack. Nicht mal Schnellreise, das ist aber blöd. So. So, jetzt muss ich aber eigentlich mit hingehen. Ja, es ist gar nicht so einfach hier. So, Splittergranaten. Besser, Blackout muss ich mal aufheben, den brauche ich bestimmt später nochmal. Eieieiei, was eine Straßenführung. Verplan, upsala. Und schon wieder bin ich Anarchist. Klasse. Anarchist. So. Aloha. Da müssen wir rein. Da gehen wir rein.
Man muss also die Maske wieder runterziehen. Das Ding muss ich hacken da drin. Okay. Geil. Klasse. Na, wie soll ich denn da hinkommen? Ich sehe hier nämlich keinen Weg. Oh, ich sehe einen Weg. So. Chris, warte. Wir sind Dätsel. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du tust. Okay. Du durchtrennst die CEOS-Zeitungen. Genießt die Show. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CTOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert Dätsel die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Mhm. Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Seid ihr so gut? Davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Okay. Alles klar. Bitte darüber. Muss man da hinstellen. Zack. Zack. Gut, zuerst muss ich doch darüber. Muss das hier entriegeln. Das so schnell, dass es da passt. Ja, das passt da gar nicht irgendwie. Ah, okay, dann stimmt. Ah, das. Ja, ja, klar. So. Ja, toll, jetzt haben wir da einen Sprung, ne? Ja, da den Sprung. Aber uns fehlt immer noch ein Sprung. Den schicken wir von da unten rum. Ach, du Scheiße. Ja, das ist ja gar nicht mal so cool. Okay. So. CTOS, CTOS. Gut. Alles klar. Was haben wir denn da? Die Satellitenverbindung steht. Von hier aus kann Tibun das ganze System reboot. Satellitenverbindung steht. Das hält Demian auf. Ja. Ich finde ihn. Mhm. Alter, braucht das Zeit. Mein Gott. Wow. Ach. Du. Kacke, was geht denn jetzt ab? Blackout. Reicht die Demi mit einem Boot. Okay. Ein Boot. Da haben wir ein Boot. Ein Boot. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir? Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer aufsitzen? Sowas denkt. Warum da stoppen? Wo sitzt er? Alter, da sitzt er. Wird dir die Schuld? Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Oh Mann. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem. Das ist natürlich blöd, dass das Navi nicht auf dem Meer hier von außen. Fluss, Meer, sehe ich dich als Meer, Enge und so weiter. Und ich werde dich kriegen. Funktioniert. Muss ich einfach nur hoffen, dass ich da jetzt dann den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ja, sieht aber gut aus. Da hab da die ganze Stadt ins Dunkle gelegt. Das nenne ich mal ein Blackout. Der einzige Ort mit Strom.
Das ist Daniel. Okay. So, dann sind wir auch schon hier. Gibt's hier eine Anlegestelle? Hallo. Ah, und so weiter. Ist das echt eine? Wenn es so weiter geht, brauche ich nicht. So, willst du was sagen? Tun wir ihn in der nächsten Folge ausschalten und zu Tode foltern? Bis dahin, macht's gut und haut rein.